Willkommen zu einem neuen Video. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Das Video wird heute etwas länger, drum lasst uns gleich anfangen. Unsere heutige Zeitreise führt uns nach Deutschland, genauer gesagt nach Düsseldorf am Rhein, der Landeshauptstadt von Nordrhein-Westfalen. Mit Schere, Hammer und Messer treibt dort vor fast 100 Jahren ein Serienmörder sein Unwesen und versetzt die Menschen weit über die Rheinmetropole hinaus in Angst und Schrecken. Die Brutalität seiner Morde und die Hysterie, die er damit auslöste, machten die Fahndung nach ihm zum meistbeachteten Kriminalfall in der damaligen Weimarer Republik und lösten auch internationales Interesse aus. Kein geringerer als Ernst Gennert, Leiter der Berliner Mordkommission und schon zu seinen Lebzeiten eine Legende und ein Original, beteiligte sich an den Ermittlungen an einer der beispiellosesten Mordserien, die Deutschland je gesehen hat. Er prägte später im Zuge dessen als erster den Begriff Serienmörder. Und sogar der britische Krimiautor Edgar Wallace bot bei der Ergreifung dieses Serienmörders seine Hilfe an. Doch trotz der großen internationalen Aufmerksamkeit und der Unterstützung der profiliertesten Mordermittler jener Tage konnte diese Mordserie erst durch Kommissar Zufall gestoppt werden. Zu diesem Zeitpunkt gab es schon mindestens 30 Opfer. Mindestens 9 davon bezahlten ihre Zufallsbekanntschaft mit diesem Mörder mit ihrem Leben. 7 entgingen nur knapp demselben Schicksal und die anderen ließ er am Leben, weil er dachte, sie seien schon tot. Wer war dieser Mann, der wahllos Frauen, Männer und Kinder tötete, manchen versuchte, das Blut auszusaugen, dabei noch nicht einmal sehr vorsichtig vorging und der dennoch erst durch Zufall gestoppt werden konnte? Wer war dieser Mann, der bis heute fasziniert und zu Büchern, Filmen und Musikstücken inspiriert, wie zum Beispiel den Regisseur Fritz Lang, der sich von ihm 1931 zu seinem weltbekannten Kriminalfilm M. Eine Stadt sucht einen Mörder inspirieren ließ? Und sogar Stephen King diente Düsseldorfs bekanntester Serienmörder 1975 als Inspirationsvorlage für dessen Vampirroman Brennen muss Salem. Wie wurde er zum Vampir von Düsseldorf, zu einem der brutalsten Serienmörder der deutschen Kriminalgeschichte? Wer waren seine Opfer und welcher Zufall wurde ihm am Ende zum Verhängnis? Peter Kürten wurde am 26. Mai 1883 im heutigen Köln-Mühlheim am Rhein geboren. Er war das drittälteste von 14 Kindern eines gewalttätigen, alkoholkranken Vaters und einer psychopathischen, gefühlskalten Mutter. Der Vater verprügelte die Mutter und die Kinder regelmäßig und mindestens eine der Töchter hat er auch missbraucht, wofür er später zu einer 15-monatigen Zuchthausstrafe verurteilt wurde. Über das Verhältnis zu seinem Vater sagte Kürten später einem Psychiater: Ich habe meinen Vater nie geliebt, aber immer gefürchtet. Ich habe meinen Vater schon in frühester Jugend als ein Ungeheuer kennengelernt. Und auch zu seiner Mutter hatte Kürten ein stets unterkühltes und distanziertes Verhältnis. Sie soll ihn als Baby versucht haben zu töten, indem sie ihn in nasse, kalte Tücher einwickelte. Demselben Psychiater fasste Peter Kürten seine Kindheit im folgenden Satz zusammen: Es wäre wohl niemand, der in meinen Kinderschuhen gesteckt hätte, unbeschadet durchs Leben gegangen. Im Alter von gerade einmal 5 Jahren merkte Peter Kürten, dass er Spaß am Töten und Quälen hatte. Er beobachtete einen benachbarten Hundefänger beim Ertränken von Hundewelpen. Im Alter von 8 Jahren läuft er von zu Hause fort, als sein Vater seine Mutter wieder einmal brutal verprügelte. Er hielt sich 3 Wochen lang mit Diebstählen und kleineren Gaunereien über Wasser, bevor er von der Polizei wieder nach Hause gebracht wurde.
Nach späteren eigenen Aussagen lockte er mit 9 Jahren zwei gleichaltrige Jungen zum Rhein, stieß sie hinein und sah ihnen beim Ertrinken zu. Dies wären somit seine ersten 2 Morde. Es konnte im Nachhinein aber nie geklärt werden, ob er sie wirklich je begangen hatte. Tatsächlich gesichert ist aber, dass er schon mit 9 Jahren seine ersten Brände legte, Tiere quälte und tötete und Diebstähle beging. 1894, Peter Kürten ist 11 Jahre alt, zieht seine Familie nach Düsseldorf. Hier versucht Kürten als 13-Jähriger nach eigenen Angaben ein Schaf zu vergewaltigen und tötet das Tier, als ihm das nicht gelingt. Mit 14 Jahren beginnt Peter Kürten eine Sandformerlehre in derselben Gießerei, in der auch sein Vater beschäftigt war. Auch dort waren körperliche Züchtigungen an der Tagesordnung. Im selben Jahr wird sein Vater wegen des Missbrauchs seiner ältesten Tochter zu 15 Monaten Zuchthaus verurteilt. Ebenfalls im Jahr 1897 begannen höchstwahrscheinlich auch seine ersten Übergriffe auf Mädchen. Als gesichert gilt, dass er mit 14 Jahren im Wald an der Hirschburg ein Mädchen überfiel und es würgte, nachdem er in einer nahegelegenen Scheune ein Schwein abgestochen hatte. Nach diversen Unterschlagungen, Diebstählen und Körperverletzungen wurde Kürten dann mit 16 Jahren zu seiner ersten Haftstrafe verurteilt. 2 Monate. Vom Juni 1899 bis August 1899 plus 2 Tage wegen Übernachtens im Freien. Kurz nachdem er entlassen worden war, begann er eine Affäre mit einer wesentlich älteren Frau und zog bei ihr und ihrer ebenfalls 16-jährigen Tochter ein. Dieses ungewöhnliche Dreiergespann machte schnell von sich reden. Vor allem wegen der sexuellen Praktiken, bei denen Peter Kürten seine Geliebte mit deren Einverständnis prügelte und würgte. Die Nachbarn schlugen Alarm und kurz darauf trennte sich das Paar. Nachdem er daraufhin 2-mal bei seiner Ex-Geliebten einbrach und sie bedrohte, wurde er erneut zu insgesamt 19 Tagen Haft verurteilt. Bis Oktober 1900 saß er noch 3-mal im Gefängnis, wegen Zechprellerei, Handtaschendiebstählen und Einbrüchen. Und von 1901 bis 1903 saß er sogar ganze 2 Jahre wegen derselben Delikte. Nach seiner Haftentlassung suchte er den Kontakt zu einer ehemaligen Klassenkameradin. Nachdem es scheinbar in deren Wohnung zu einem Eklat gekommen war und die Eltern des Mädchens ihn hinauswarfen, fing er an, die Familie zu terrorisieren. Er warf ihre Fenster ein und schoss sogar mehrmals auf den Vater des Mädchens. Das brachte ihm eine erneute Haftstrafe von 1 Jahr und 3 Wochen ein. Aber auch diese Haft konnte ihn nicht auf den rechten Pfad führen. Er geht keiner geregelten Arbeit nach, verdient weiterhin seinen Lebensunterhalt mit Einbrüchen, Diebstählen und Gaunereien. Die Übergriffe auf Mädchen und Frauen nehmen zu und er legt erste Brände. Zwischen seinen Haftstrafen wohnt er vorübergehend bei seiner Mutter, die sich in der Zwischenzeit von ihrem Mann getrennt hatte, oder bei Frauen, die ihn für Gefälligkeiten eine Zeit lang bei sich wohnen ließen. Als er im Herbst 1904 zum Militärdienst einberufen wurde, floh er und versteckte sich. Als er gefasst wurde, wurde er wegen Fahnenflucht und etlichen Diebstählen zu 7 Jahren Zuchthaus verurteilt. Man könnte sagen, er verbrachte sein Leben mehr hinter Gefängnismauern als davor. Was ihn allerdings nicht davon abhielt, in den Zeiten dazwischen immer häufigere und auch zunehmend gewalttätigere Verbrechen zu begehen. Frauen, mit denen er sich einließ, verließen ihn wegen Misshandlungen. In Gaststätten belästigte er Frauen und schoss um sich, wenn Anwesende dazwischen gehen wollten. Und bei einem Einbruch im Mai 1913 misshandelte er die 16-jährige Tochter des Hauses sehr schwer, konnte aber unerkannt flüchten. Und ebenfalls im Jahr 1913 begeht Peter Kürten seinen allerersten Mord.
da ihm die von ihm später gestandenen Morde an den beiden Jungen, die er im Rhein ertrinken ließ, nie zweifelsfrei zugeordnet werden konnten und auch die Frage im Raum stand, ob es überhaupt Morde oder Unfälle gewesen waren, gilt der Mord an der 9-jährigen Christine Klein heute als offiziell erster Mord des Serienmörders. Allerdings hatte er schon da mehr Glück als Verstand. Denn er wurde 1913, als der Mord geschah, nicht überführt. Einen Tag vor seinem 30. Geburtstag begibt er sich am 25. Mai 1913 wieder einmal auf Einbruchstour. Diesmal ist die Gastwirtschaft zum Goldenen Ross sein Ziel. Er durchsucht die Wohnung der Wirtsleute nach Wertgegenständen, findet zwar keine, leider aber die schlafende 9-jährige Tochter in einem der Zimmer. Kurzerhand schneidet er ihr mit einem Taschenmesser die Kehle durch und flieht wieder einmal unerkannt. Als die Eltern ihre tote Tochter fanden und am nächsten Tag die ganze Straße voll von Polizei und Schaulustigen war, mischte sich Peter Kürten auch noch unter sie und genoss die Aufregung und das Getuschel über das grausame Verbrechen. Er unterhielt sich mit den Leuten und ergötzte sich an ihrem Entsetzen. Ob wissentlich, willentlich oder unbeabsichtigt, hinterließ er am Tatort ein Taschentuch mit seinen Initialen PK. Ein Onkel des Mädchens hatte die gleichen Initialen. Er hieß Paul Klein. Da er mit dieser Familie im Streit lag, fiel der Verdacht sofort auf ihn. Aus Mangel an Beweisen wurde er jedoch freigelassen und fiel im Ersten Weltkrieg, ohne je seine Unschuld beweisen zu können. Auf Peter Kürten fiel damals keinerlei Verdacht. Auch hier entwickelte Peter Kürten ein Muster, das er bei seinen späteren Verbrechen wiederholte. Am Tag nach seinen Taten kehrte er jedes Mal zum Tatort zurück, mischte sich unter die Leute und heuchelte Anteilnahme. Auch wenn er mit diesem Mord davonkam, mit seinen diversen anderen Tätigkeiten kam er das nicht. Zwar erstatteten die Frauen und Mädchen, die er attackierte, belästigte oder nötigte, meist aus Scham, keine Anzeige, bei anderen Angriffen auf Männer mit einem Beil konnte er immer unerkannt fliehen und auch die Brandstiftungen wurden nie mit ihm in Verbindung gebracht. Aber seine Diebstähle und Einbrüche brachten ihn immer wieder zu Fall. Noch im selben Jahr, 1913, wurde er wegen eben dieser zu erneuten 6 Jahren Haft verurteilt, die sich sogar noch um 2 weitere Jahre verlängerten, wegen Gefängnismeuterei. Diese Haft ersparte ihm vollständig seinen Einsatz im Ersten Weltkrieg. Nach seiner Haftentlassung 1921 zog er mit nun 38 Jahren zu einer seiner verheirateten Schwestern nach Altenburg in Thüringen. Auch hier fiel er durch verschiedene Tierquälereien auf. Auch hier überfiel er Frauen und Mädchen. Auch hier ließ er hier und da etwas mitgehen. Und auch hier kam er mit allem davon. Aber es war auch hier, in Altenburg, wo er seine zukünftige Ehefrau kennenlernte. Er lernte sie 1921 kennen, 1923 heiratete er sie und 1925 zogen sie gemeinsam zurück nach Düsseldorf. Als er Auguste Scharf 1921 kennenlernte, hatte er schon 20 Jahre seiner 38 Lebensjahre hinter Gittern zugebracht. Sie wusste das und sie wusste auch, dass er nicht gerade treu war, gelinde ausgedrückt. Aber sie ging dennoch mit ihm den Bund fürs Leben ein. Aber auch Auguste war nicht ganz unbescholten und saß sogar selbst schon einmal im Gefängnis. 1903 lernte sie als junge Fabrikarbeiterin in Leipzig einen Gartenbautechniker kennen und hatte eine in dieser Zeit unsittliche Beziehung mit ihm. Aber er versprach ihr immer wieder die Heirat. Fast 8 Jahre lang. Leider wurde daraus nichts, denn seine Eltern wünschten sich für ihren Sohn, der einmal das Familiengeschäft erben würde, ein anderes Mädchen. Am Ende sollte Auguste mit Geld abgefunden werden. Aber sie fand sich nicht ab. Betrogen, gedemütigt und weggeworfen, ging sie schnurstracks zum Haus ihres ehemals Geliebten und erschoss ihn.
Auguste Scharf wurde dafür 1911 zu 5 Jahren Gefängnis verurteilt, von denen sie aber nur 4 verbüßte und kam schon 1915 wieder frei. Man sagt, Auguste war von Peter Kürten anfänglich nicht so sehr begeistert, gab seinem ausdauernden Werben aber dann doch irgendwann nach. Nun wurde sie also Frau Auguste Kürten und ihr Angetrauter soll durchaus stolz gewesen sein, eine Frau mit einer solchen Vorgeschichte sein eigen nennen zu dürfen. Wie schon gesagt, Auguste wusste um seine Haftstrafen wegen Diebstählen, Einbrüchen und sogar Unzucht und auch um seine Untreue. Wohl auch um seine sexuellen Vorlieben, aber sie wusste nicht, dass sie einen sadistischen Mörder heiratete. Auch wenn er seine schlimmsten Verbrechen erst noch begehen würde. Nach ihrer Hochzeit 1923 blieben sie noch 2 Jahre in Altenburg, bevor sie 1925 zurück nach Düsseldorf zogen. Nach mehrmaligem Umziehen lebten sie zuletzt in einer Dachgeschosswohnung eines Eckhauses in der Mettmanner Straße Nummer 71. Dieses Haus steht heute nicht mehr. In Düsseldorf ist er bei verschiedenen Firmen und Fabriken angestellt, bleibt anscheinend aber nie lange in einer Anstellung. Seine Frau Auguste arbeitet anfangs an einer Fischbratküche und später in einer Küche in einem Café, oft bis spät in die Nacht. Während seiner Haftaufenthalte las sich Kürten eine recht gute Allgemeinbildung an. Er lernte vornehme Umgangsformen und konnte anscheinend auch gut mit Worten umgehen. Nach außen hin trat er stets sehr gepflegt auf. Besonders für seine immer glänzenden Schuhe war er bekannt. Für die hatte er immer ein Tuch in der Tasche. Aber nicht nur ein Tuch hatte er immer in der Tasche, sondern auch Messer, Scheren und Hämmer. Manchmal auch ein kleines Beil. Seine Überfälle scheinen immer recht spontan gewesen zu sein, aber er ließ keine Gelegenheit aus, sobald sich ihm eine bot. Er war immer gewappnet. Heute scheint es unglaublich, dass man ihm so lange nicht auf die Schliche kam. Aber seine Nachbarn hielten ihn alle für einen netten, freundlichen und vor allem liebenden Ehemann, der seine Ehefrau sehr oft zu ihrer Arbeit brachte und sie abends auch wieder von dort abholte. Selbst als die Panik in Düsseldorf auf ihrem Höhepunkt war, trauten ihm die meisten keine wirklich schlimmen Dinge zu. Nicht einmal von seiner Untreue wollen sie gewusst haben. Von seinen anderen kleineren Gaunereien hingegen schon. Dennoch, Mord und dann auch noch so bestialisch, das konnte man sich nun wirklich nicht vorstellen. Zwischen 1925 und 1928 überfiel er mehrere Frauen in Vergewaltigungs- und Tötungsabsicht. Auf manche Frauen ging er gleich mit dem Messer oder einer Schere los und versuchte sie zu erstechen. Bei anderen Frauen erschlich er sich erst ihr Vertrauen, traf sich mit einigen sogar mehrmals, bevor er sie dann in ein Waldstück oder an einen etwas entlegeneren Ort lockte und entweder dann sofort auf sie einstach und sie würgte oder dies nach einer versuchten oder vollendeten Vergewaltigung tat. Schwer vorstellbar, aber diese Taten überlebten die Opfer alle. Manche Frauen wollten Anzeige erstatten, kurioserweise auch wegen Heiratsschwindelei. Er machte sich bei einigen Frauen um 10 Jahre jünger und belog sie, was seine Verhältnisse und seine Arbeit betraf. Seine Ehefrau Auguste wusste, dass er sich herumtrieb, mit Frauen rummachte. Einmal ertappte sie ihn sogar in ihrer gemeinsamen Wohnung mit einer anderen Frau. Sie blieb bei ihm. Sie deckte ihn und überzeugte sogar einige Frauen und Mädchen, keine Anzeige zu erstatten. Und die Liste seiner Opfer ist lang. So lang, dass man gar nicht alle aufzählen kann. Bei vielen Übergriffen und Angriffen blieb Kürten sogar völlig unerkannt. Auch legte er immer noch Feuer hier und da. Aber auch dabei wurde er nie erwischt. Anfang 1928 wird er erneut verurteilt und muss für 8 Monate ins Gefängnis. Nicht aber wegen der Mordversuche oder den Körperverletzungen und Vergewaltigungen, sondern wegen Bedrohung, Beleidigung und versuchter Vergewaltigung.
Und kaum ist er wieder draußen, verliert Peter Kürten vollends die Kontrolle und überzieht Düsseldorf 16 Monate lang mit einer so gewalttätigen und blutigen Mordserie, die einen bis heute fassungslos macht. Am 2. Februar 1929 versucht er auf einem Ziegeleigelände gegen 21 Uhr eine Frau namens Apollonia Kühn mit seiner Schere zu erstechen. Doch die Frau überlebte und konnte sich schwer verletzt in ihre Wohnung retten. Ein geisteskranker Arbeiter gestand die Tat und für die Polizei war der Fall damit abgeschlossen. 7 Tage später, am 9. Februar, trifft er abends gegen 18 Uhr auf die 9-jährige Rosa Ohlinger. Das Mädchen hatte sich verlaufen und Kürten bat ihm an, es nach Hause zu bringen. Zuerst ging er mit ihr auch in die Richtung der von ihr genannten Adresse. Auf einem Baugelände hinter einer Kirche, das heute als Düsselstrand bekannt ist, sticht er mit einer großen Kaiserschere dann so oft auf das Mädchen ein, bis es tot ist. Danach geht er in seine Wohnung, reinigt seine Tatwerkzeuge und seine Kleidung und geht ins Kino. Stunden später kehrt er zum Tatort zurück und will die Kinderleiche mit Petroleum in Brand setzen, wird aber durch Passanten daran gehindert. Deshalb geht er in den frühen Morgenstunden noch einmal dorthin und vollendet seinen Plan. Rosa Ohlinger wird wenig später von Bauarbeitern entdeckt. Kurz danach gibt es schon die nächste Leiche. Am 12. Februar gegen Mitternacht begegnet ihm der 54-jährige Invalide Rudolf Scher, der gerade auf dem Nachhauseweg zu seinem Schrebergarten ist. Auch ihn sticht er mit seiner großen Kaiserschere nieder und fügt ihm viele tödliche Stichwunden zu. Bei diesem Mord versucht er, aus einer Kopfwunde das austretende Blut aufzufangen, was ihm nicht gelang. Dann stieß er ihn eine Böschung hinunter und ließ ihn verbluten. Kürtens Ehefrau Auguste rettete mindestens einer Frau wahrscheinlich das Leben. Im Sommer 1929 trifft er sich über Wochen mit der 26-jährigen Maria Wiethaub. Als seine Lügen drohen aufzufliegen und sie ihn zur Rede stellt, überredet er sie zu einem Ausflug, auf dem er sie töten will. Unterwegs werden sie von seiner Ehefrau erwischt, die ironische Bemerkungen zu seiner neuen Bekanntschaft macht. Kurzerhand lässt er beide Frauen stehen und geht. Allein im Juli 1929 kommt es zu mindestens 3 weiteren Mordversuchen an jungen Frauen. Im August lernt er die junge Hausangestellte Maria Hahn kennen und verabredet sich mit ihr zu einem Ausflug ins Neandertal. Den ganzen Sonntag wandern sie und kehren in verschiedenen Wirtshäusern ein. Auf dem Rückweg lockt er die 20-Jährige zu einer abgeschiedenen Wiese, wo er sie nach anfänglichen Zärtlichkeiten erst würgte und dann mit seiner Kaiserschere erstach. Diesmal trank er ihr ausgetretenes Blut, erbrach es aber nach eigenen Schilderungen gleich wieder. Er ließ sie in einem Entwässerungskanal zurück. Nach diesem Mord jedoch überkam ihn die Angst, dass man ihn mit dieser Tat in Verbindung bringen könnte, weil sie gemeinsam gesehen worden waren. So kehrte er also zum Tatort zurück und schaufelte ihr ein Grab. Mehrere Male kehrte er noch dorthin zurück. Zuerst, um das Grab wohl noch besser zu tarnen und danach, um sich dort zu befriedigen. Im September begann ihn das aber zu langweilen. Vielmehr erregte ihn nun die Vorstellung von der Panik und der großen Aufmerksamkeit, die das Auffinden der Leiche verursachen würde. Er fertigte eine Skizze der Fundstelle an und schickte sie an eine Zeitung. Diese Zeitung nahm das aber irgendwie nicht ernst, denn zu dieser Zeit gingen bereits viele Bekennerschreiben ein, die sich der Taten Kürtens rühmten. Manche Männer forderten sogar, lauthals, dass man die, Zitat, kurzen Röcke abschaffen sollte, sie würden die Männer erst pervers machen. Zitat Ende. Ganz Düsseldorf war mittlerweile in heller Aufruhr. All diese brutalen Überfälle und Morde und die scheinbare Unfähigkeit der Polizei führten dazu, dass sich die Menschen kaum noch auf die Straße wagten. Bürgerwehren wurden gebildet. Jeder schaute sich ängstlich und misstrauisch um.
und während die Überfälle weitergingen und es auch etliche Überlebende gab, die Beschreibungen abgeben konnten, war es der Polizei nicht möglich, Peter Kürten auf die Spur zu kommen. Auch fragt man sich natürlich, wie es ihm gelingen konnte, immer wieder die Bekanntschaften von Frauen zu machen, die dann auch mit ihm gingen. In einer Stadt, die seit Monaten schon nach einem brutalen Serienmörder suchte. Aber es gelang ihm. Wegen seiner äußeren, unauffälligen, harmlosen und freundlichen Erscheinung. Er konnte sich charmant und zuvorkommend ausdrücken und dadurch den Menschen den Eindruck vermitteln, dass von ihm keine Gefahr ausging. Einen so brutalen Serienmörder stellte man sich einfach anders vor. Viele bezahlten dafür den höchsten Preis. Nach dem Mord an Maria Hahn schienen bei ihm dann auch alle Dämme gebrochen zu sein. In immer kürzeren Abständen tötete und verletzte er wahllos Menschen, auch die, die zufällig vorbeikamen und nur helfen wollten. Jedes Mal konnte er entkommen. Und die Täterbeschreibungen variierten, auch was das Alter des Täters betraf. Die meisten hielten ihn für 10 Jahre jünger. Seine Frau Auguste sagte später aus, ihr Mann habe sich sogar geschminkt, um jünger auszusehen. Die Opfer konnten sich jedoch an keine Schminke erinnern. Sie ist ihnen nicht aufgefallen. Am 24. August 1929 tötete er gleich 2 kleine Mädchen, die 13-jährige Luise Lenzen und die 5-jährige Gertrud Hamacher. Nachdem er am Hauptbahnhof erfolglos Ausschau nach kleinen Mädchen gehalten hatte, fuhr er mit der Straßenbahn zu einem Schützenfest, um sich dort das Feuerwerk anzusehen. Da fielen ihm die 2 kleinen Mädchen auf, die gerade das Fest über einen Feldweg verlassen wollten. Er folgte ihnen, sprach die beiden an und bat dann die 13-Jährige, Zigaretten für ihn zu holen. Er versprach ihr, in der Zwischenzeit auf die 5-Jährige aufzupassen. Sobald sie außer Sichtweite war, stürzte er sich auf die Kleine, würgte sie bis zur Bewusstlosigkeit, trug sie auf einen Acker und schnitt ihr dort die Kehle durch. Als das andere Mädchen zurückkam, stürzte er sich sofort auch auf sie und begann es zu würgen. Dabei schleppte er sie ebenfalls auf den Acker und wollte ihr gerade den Dolch an die Kehle setzen, als ihr kurzzeitig die Flucht gelang. Aber er holte sie ein und metzelte sie mit mehreren Dolchstößen nieder. Er ließ die Leichen der beiden Kinder auf dem Feld zurück, wo sie am nächsten Morgen entdeckt wurden. Am 29. September tötete er die 31-jährige unverheiratete Hausangestellte Ida Reuter. Sie kamen am Hauptbahnhof ins Gespräch, in dessen Verlauf er ihr einen Spaziergang vorschlug. Am Rheindamm wollte die junge Frau den Rückweg antreten, weil es langsam dunkel wurde. Kürten willigte ein, aber schon nach ein paar Schritten versetzte er ihr mit einem Hammer einen Schlag gegen die Schläfe. Als sie bewusstlos war, zog er sie vom Rheindamm zu den weniger einsehbaren Rheinwiesen und schlug dort weiter mit dem Hammer auf sie ein, bis sie tot war. Er zog ihr die Hose aus und warf sie in den Rhein. Also die Hose. Nachdem er sich schon von den Rheinwiesen entfernt hatte, überlegte er es sich anders und entschied auch die Leiche in den Rhein zu werfen und kehrte um. Aber er wurde durch einen Polizeibeamten auf Streife und mit Hund bei seinem Vorhaben gestört. Er ließ von seinem Plan ab und eilte schnell nach Hause. Der Polizeibeamte hatte jedoch gar nichts von alledem mitbekommen. Erst am nächsten Morgen wurde die Leiche von Ida Reuter gefunden. Peter Kürten mischte sich im Laufe des Tages immer wieder unter die Schaulustigen und beobachtete die Polizei genüsslich bei ihrer Arbeit. Am 11. Oktober 1929 fiel ihm die 22-jährige Arbeits- und Wohnungssuchende Elisabeth Dörrier zum Opfer. Am Abend ging er mit einem Hammer in die Innenstadt und hielt gezielt nach Besuchern Ausschau, die gerade die Lichtspielhäuser verließen. Dort lief ihm die junge Frau über den Weg. Nachdem er sie zu ein paar alkoholischen Getränken eingeladen hatte, willigte sie ein, mit ihm in seine Wohnung zu gehen. Er hatte aber gar nicht vor, sie mit zu sich zu nehmen, sondern führte sie zum Düsselufer, wo er ihr plötzlich und unerwartet mit dem Hammer auf den Kopf schlug.
Dann zog er sie hinter einen Busch, verging sich an ihr und ließ sie dort liegen, in der Annahme, sie sei tot oder würde es bald sein. Elisabeth Dörrier war aber nicht tot, nur halbtot. Sie lag dort die ganze Nacht, bis sie am nächsten Morgen gefunden und sofort in ein Krankenhaus gebracht wurde. Trotzdem konnte sie nicht mehr gerettet werden. 36 Stunden später erlag sie ihren schweren Verletzungen, ohne noch einmal das Bewusstsein erlangt zu haben. Peter Kürten war sogar so dreist, die Polizei am Tatort zwei Tage später auf die Gegenstände der Getöteten hinzuweisen, die er selbst nach der Tat an verschiedenen Orten weggeworfen hatte. Seltsamerweise fand die Polizei das nicht seltsam und schöpfte keinerlei Verdacht. Noch immer war die Leiche von Maria Hahn nicht entdeckt worden. Wie auch, er hatte sie ja vergraben. Er wollte aber, dass sie gefunden wird. Damit er sich an der Aufregung und Hysterie, die das auslösen würde, weiden konnte und so auch irgendwie eine Würdigung seiner Tat erhalten würde. Diese Morde waren sein Meisterwerk. Sie sprachen von seiner Genialität, seiner Raffinesse und seiner Macht. Obwohl, wie gesagt, er bei all seinen Überfällen und Anschlägen eigentlich immer nur mehr Glück als Verstand hatte. Er hätte jederzeit gefasst, geschnappt, wiedererkannt werden können. Er ging ja nicht wirklich vorsichtig vor. Er verübte all seine Taten immer in der Öffentlichkeit, unter aller Augen sozusagen, wurde mit vielen der Opfer sogar zusammen gesehen. Wie oft hätte man ihn stoppen können und tat es nicht? Und so kam es dann auch zum letzten Todesopfer. Wieder traf es ein Kind. Die fünfjährige Gertrud Albermann. Mit einer Schere bewaffnet und wieder auf der Suche nach einem geeigneten Opfer, entdeckte er die Kleine beim Spielen vor dem Haus ihrer Tante. Irgendwie überredet er das Kind, mit ihm zu gehen und erregt wieder einmal kein Aufsehen. Eine benachbarte Familie sieht das Mädchen sogar noch mit Kürten. Aber da das Mädchen freundlich winkt und nicht verängstigt zu sein scheint, war es für die Familie offensichtlich in Ordnung. Auch zwei Monteure werden Zeuge der Entführung, stutzen auch für einen kurzen Moment und fragen sich sogar, ob es sich dabei nicht um den gesuchten Mörder handeln könnte. Aber die kleine Gertrud schien einfach zu guter Laune zu sein und so ließen auch sie es auf sich beruhen. Wahrscheinlich war es wirklich nur ein Vater mit seiner Tochter. Im Nachhinein unfassbar tragisch, vor allem, weil sie so unendlich leiden musste. Kürten ging mit dem Mädchen zu einer Kleingartenanlage in der Nähe einer Fabrik und würgte die Fünfjährige so lange, bis sie bewusstlos war. Danach stach er ihr mehrmals mit einer Schere in die Schläfe und versuchte auch hier wieder das austretende Blut zu trinken. Dann vergewaltigte er das Kind mehrmals und stach dann so lange auf es ein, bis es tot war. Er versteckte die kleine Gertrud in einem Gebüsch und begab sich danach nach Hause. Das war am 7. November 1929. Einen Tag später schickte er wieder eine Skizze der Grabstelle von Maria Hahn an eine Zeitung, diesmal an die Freiheit. Diese Zeitung nahm das Schreiben ernst und leitete es sofort an die Polizei weiter. Da er in diesem Schreiben auch verriet, wo die Leiche der kleinen Gertrud liegt, war sie sofort alarmiert. Denn Gertrud war wenige Stunden vorher gefunden worden, das war aber noch nicht öffentlich bekannt. Für die Polizei musste der Absender der Täter sein oder Täterwissen haben. Und so nahmen sie auch die Skizze der Grabstelle von Maria Hahn ernst genug, um am 12. November dort zu graben. Die Suche sollte 3 Tage dauern, bis man die Leiche am 15. November endlich bergen konnte. Nun nahm die Polizei Peter Kürten ernst. Es wurde das erste Täterprofil der deutschen Kriminalgeschichte erstellt und 15.000 Reichsmark Belohnung ausgelobt für die Ergreifung dieses sadistischen Serientäters. Sehr viel Geld damals. Heute wären das ungefähr 60.000 bis 65.000 Euro. Die Zeitungen überschlugen sich und die Bürger der Stadt waren inzwischen schon regelrecht hysterisch.
Unschuldige Männer wurden fast gelyncht, wenn auch nur der leiseste Verdacht aufkam, sie würden gerade ein Kind entführen, obwohl es in diesen Fällen tatsächlich ihre eigenen waren. Die gesamte nationale und internationale Presse war in Düsseldorf vertreten und die besten Kriminalisten Deutschlands arbeiteten rund um die Uhr an dieser unglaublich brutalen Verbrechensserie, die die Bevölkerung schon mit der von Jack the Ripper 40 Jahre vorher verglich und befürchtete, dass auch diesmal der Täter nie gefasst werden würde. Nachts liefen bewaffnete Bürgerwehren durch die Straßen und die Schulbusse wurden von der Polizei bewacht. Die Stimmung in dieser Stadt muss Ende 1929 und in den ersten Monaten des Jahres 1930 immens aufgeladen gewesen sein, aber auch bedrückend und unheimlich. Und auch wenn die Polizei auf Hochtouren den Mörder suchte und im Laufe der Zeit um die 12.000 Hinweise aus der Bevölkerung eingingen, waren sie Peter Kürten nicht einmal annähernd einen Schritt näher gekommen. In der Zwischenzeit verübte er weiterhin Übergriffe und Mordanschläge, die aber zum Glück misslangen. Die Liste derer ist so lang, dass ich sie unmöglich alle aufzählen kann. Und wer weiß, ob diese überhaupt vollständig wäre. Vollständig sein könnte. Eine der kuriosesten Taten Kürtens ist die, für die er angeblich den Beinamen Vampir von Düsseldorf überhaupt erst bekommen hat. Am 7. Dezember 1929 tötete er in der Nacht im Hofgarten am Düsseldorfer Parkhotel einen Schwan. Er durchtrennte den Hals des Tieres und trank das heraussprudelnde Blut. Die Zeitungsberichte über seine Taten liest er am liebsten an Aushängen inmitten vieler Menschen. Er genießt die Hysterie und das Entsetzen der Menschen, das er selbst verursacht hat. Erst der Zufall bringt Peter Kürten im Mai 1930 schließlich zu Fall. Er war wieder einmal am Hauptbahnhof unterwegs und hielt Ausschau nach seinem nächsten Opfer. Er bemerkte, wie eine junge Frau von einem Mann belästigt wurde und eilte ihr zu Hilfe. Er gab sich als Kriminalbeamter aus und schaffte es, dass der Mann von ihr abließ. Gewohnt, charmant und höflich gewann er ihr Vertrauen und so ging sie später mit ihm in seine Wohnung. Ein großer Fehler. In seiner Dachgeschosswohnung wurde er dann zudringlich und nach erheblichen Protesten ihrerseits bot er ihr an, sie zu einem Mädchenwohnheim im Grafenberger Wald zu bringen. Dort angekommen, im Wald, zeigte er sein wahres Gesicht. Er würgte und vergewaltigte sie. Im Glauben, sie sei tot, ließ er sie dort liegen. Sie lebte aber noch. Und sie wird es sein, die Peter Kürten zur Strecke bringen wird. Zwar zeigt sie ihn nicht an, aber schreibt kurz darauf einer Freundin, was ihr widerfahren war. Diese Freundin hieß Brückner. Der Brief wurde falsch zugestellt und landete im Briefkasten einer Familie Brückmann. Und die verständigte sofort die Polizei. Das überfallene Opfer hieß Maria Butlis. Sie war die Frau, die den Brief schrieb, und alles Kommende damit in Gang setzte. Maria Butlis führte die Beamten zur Wohnung von Peter Kürten. Im Treppenhaus sah er sie und wusste, dass sein Stündlein geschlagen hatte. Die Polizei nahm ihn nicht direkt mit, sondern schickte ihm erst einmal eine Vorladung. In der Zwischenzeit trifft sich Kürten mit seiner Frau Auguste in einem Park und erzählt ihr über Stunden von seinen Taten, bis ins Detail. Seine Frau ist fassungslos. Aber selbst in diesem Moment scheint sie noch zu ihm zu halten und schlägt ihm sogar einen gemeinsamen Selbstmord vor. Das lehnt er aber ab. Stattdessen wolle er Düsseldorf verlassen und untertauchen. Er verabredet sich mit seiner Frau noch ein allerletztes Mal für den nächsten Nachmittag bei der Rochuskirche. Von der Polizei unter Druck gesetzt, bricht Frau Kürten zusammen und erzählt von dem geplanten Treffen. Am 24. Mai 1930 um 15 Uhr, zwei Tage vor seinem 47. Geburtstag, wird der arbeitslose Eisengießer Peter Kürten an der Rochuskirche in Düsseldorf verhaftet. Bei seiner Verhaftung sagte er, Zitat, da habt ihr aber lange für gebraucht. Zitat Ende.
Dafür ging danach alles recht schnell. Nachdem zwei überlebende Opfer ihn in einer Gegenüberstellung zweifelsfrei als ihren Angreifer identifizieren konnten, legte Curtin ein umfassendes Geständnis ab. Ohne große Umschweife schildert er den sichtlich angewiderten Polizeibeamten über Tage alle sadistischen Einzelheiten seiner Taten und scheint es auch noch zu genießen. Anfänglich bestritt er eine sexuelle Motivation und stellte sein Handeln als einen Racheakt für erlittene Qualen während seiner Haftstrafen dar. Die Zeit hinter Gittern hätte ihn zu dem grausamen Menschen gemacht, der er nun sei. Erst später räumt er ein, einem Tötungswahn verfallen zu sein. Als nichts anderes kann man diesen Blutrausch beschreiben, dem er sich scheinbar nicht entziehen konnte. In seinen eigenen Worten beschrieb er es so, Zitat, »Ich hatte eigentlich dauernd die Stimmung, Sie werden es Drang nennen, zum Umbringen. Ich wollte das Blut der Opfer rauschen hören. Wenn ich die Mittel dazu gehabt hätte, hätte ich ganze Massen umgebracht. Jeden Abend, wenn meine Frau Spätdienst hatte, bin ich herumgestreift nach einem Opfer.« Zitat Ende. Er gab zu, dass fließendes Blut ihn errege und er gelegentlich davon trank. Ruhig und kühl soll er bei seinen Aussagen gewirkt haben, ohne jegliche Emotionalität. Ein wenig innerlich berührt schien er lediglich dann zu sein, wenn es um seine Frau ging. Es soll ihm wichtig gewesen sein, dass es ihr gut ging. Es soll ihm leid getan haben, ihr so viel Schmerz und Kummer bereitet zu haben und bat sogar darum, ihr einen Teil der Belohnung zu zahlen. Er machte ihr keine Vorwürfe, dass sie der Polizei dabei geholfen hatte, ihn zu fassen. Im Gegenteil, er nannte sie eine Heldin und meinte, sie sei ihm immer eine gute Frau gewesen, obwohl sie es nie leicht hatte mit ihm. Auguste ging es auch wirklich nicht gut. Sie erlitt nach all dem einen Nervenzusammenbruch und kam für 2 Wochen in die Nervenheilanstalt Grafenberg. Sie bat die Kriminalpolizei danach, ihr bei der Suche nach einer neuen Wohnung zu helfen, denn niemand wollte eine Frau mit dem Namen Curtin aufnehmen. Auch war sie nun auf Arbeitslosen- bzw. Wohlfahrtsunterstützung angewiesen, da man ihr gekündigt hatte und es für eine Frau mit dem Namen Curtin ebenfalls schwierig war, eine neue Arbeitsstelle zu finden. Ob sie allerdings die ausgeschriebene Belohnung oder einen Teil davon ausgezahlt bekommen hat, konnte ich nicht herausfinden. Bevor Peter Curtin vor Gericht gestellt wurde, unterzog man ihn 8 Wochen lang einer ausführlichen Untersuchung, die herausfinden sollte, ob er zurechnungsfähig sei. Ein 1000-Seiten-Gutachten erklärte Curtin zu einem Sadisten, aber nicht für geisteskrank. Und so begann der Schwurgerichtsprozess gegen Curtin am 13. April 1931 in der Turnhalle der Düsseldorfer Schutzpolizei. Die Anklage lautete auf Mord in 9 Fällen, 32 Mordversuche, 3 Überfälle, eine versuchte Vergewaltigung und 27 Brandstiftungen. Die Vernehmung Curtins fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Nur die Presse wurde zugelassen. Und Curtin gestand alles, gestand sogar noch 17 weitere Morde und etliche weitere Mordversuche. Er genoss die Aufmerksamkeit, die ihm entgegengebracht wurde, und den Rummel um seine Person merklich. In seinem Schlusswort schob er seinen Opfern gewissermaßen eine Teilschuld zu, indem er erklärte, Zitat, »Manche meiner Opfer haben es mir sehr leicht gemacht. Sie waren sofort bereit, mit mir zu gehen, wenn ich sie auch in das tiefste Dunkel führte.« Zitat Ende. Weil Peter Curtin vollumfänglich geständig ist, ist der Jahrhundertprozess schon nach 9 Tagen beendet. Das Gericht verurteilt ihn am 22. April 1931 9-mal zum Tode für die Morde und außerdem zu 15 Jahren Zuchthaus für die Mordversuche. Die angebliche Tötung der 2 Jungen in Köln-Mülheim im Jahre 1893, zu der sich Curtin ebenfalls bekannt hatte, blieb bei dem Urteil mangels Aufdeckung und Strafmündigkeit unberücksichtigt. Zu diesem Zeitpunkt der Urteilsverkündung läuft die Scheidung von Auguste bereits, war aber vor seiner Hinrichtung noch nicht vollzogen.
Somit wurde Auguste Kürten bei der Vollstreckung des Todesurteils zur Witwe und durfte mit Genehmigung des Richters ihren Namen ändern. Zunächst lebte sie unter falschem Namen im nahegelegenen Meerbusch, zog aber später nach Leipzig. Ihr weiteres Schicksal bleibt darüber hinaus im Dunkeln. Ihre Spur verliert sich im Laufe der Jahre. Peter Kürten, der nach dem Prozess nicht mehr im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stand und nur noch wie jeder andere normale Strafgefangene behandelt wurde, reichte noch ein Gnadengesuch ein. Die preußische Regierung lehnte aber eine Begnadigung ab. Bis zuletzt schreibt er Briefe. Briefe an Auguste, an überlebende Opfer und Hinterbliebene, in denen er um Verzeihung bittet. Am 1. Juli 1931 wird Kürten ins große Kölner Zentralgefängnis Klingelpütz überführt, erhält geistigen Beistand und verbringt schlaflos und schreibend seine letzte Nacht auf dieser Erde. Um 5 Uhr morgens liest man für ihn noch eine Messe und führt ihn um 6 Uhr zum Schafott. Die Hinrichtung vollzieht einer der bekanntesten Scharfrichter Deutschlands, Karl Gröbler. 6 Jahre zuvor hatte er schon den heute vielleicht bekanntesten deutschen Serienmörder Fritz Hamann aus Hannover geköpft. Im Morgengrauen des 2. Juli 1931 stirbt Peter Kürten im Gefängnis Köln-Klingelpütz nun auch unter dem Fallbeil von Karl Gröbler. Peter Kürtens letzte Worte an ihn sind heute legendär. Sag, wenn mein Kopf abgeschlagen wurde, bin ich dann noch in der Lage, wenigstens für einen Moment zu hören, wie das Blut aus meinem Hals strömt? Das wäre eine große Freude. Sein Körper wurde nach der Hinrichtung kopflos bestattet, sein Kopf wissenschaftlichen Zwecken zur Verfügung gestellt. Man suchte in seinem Gehirn nach abnormen Veränderungen. Man fand keine. Nach dem Zweiten Weltkrieg gelangte der mumifizierte Kopf irgendwie in die Vereinigten Staaten und kann heute im Kuriositätenmuseum Ripley's Believe It or Not in Wisconsin besichtigt werden. Der Eintritt kostet $20. Vielleicht hätte ihm das sogar gefallen.